So, das kann ich wieder kleiner machen. So, wir sind es ja in Feinde jetzt gewohnt, dass wir jetzt einen Chatting-Stream draus machen, ne? Ich habe, glaube ich, nichts verkauft. Doch, ich habe was verkauft. Oh mein Gott. Wir haben was verkauft. Achso, ich muss dir übrigens, das erzähle ich dir aber am besten per Discord, also beziehungsweise schreibe ich es dir besser per Discord, wegen der Gilde. Da muss ich dir noch ein bisschen was erzählen. Aber, das machen wir dann mal in Ruhe. Beziehungsweise schreibe ich dir das dann mal in Ruhe. Hat sich nämlich ein bisschen was geändert. Oh, der Fuchs ist doch da. Der Umschaltingswedel. Iron! Nein! Hallo, Zuret. Wir fressen hier jetzt niemanden. Doch, wenn wir irgendwo einen wildgelaufenen Lala sehen, dann kannst du den von mir aus gern fressen. Alles gut, darum geht's nicht, Mappa. Darum geht's nicht. Das ist überhaupt nicht das Ding. Du bist, glaube ich, auch erst 100 Tage nicht mehr online. Also alles gut. Darum geht's gar nicht. Das wird jetzt nicht so rüberkommen. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Er hat unter anderem auch was damit zu tun, warum ich auf dem Server jetzt bin. Und WB Flamor, was gibt's zu essen bei dir? Ich will doch immer wissen, was es zu essen gibt. Ich bin doch neugierig. Ich bin auf den falschen Dings gegangen. So. Ich will nur mal gucken, wie sich die Preise verändert haben. Oh, garantiert nicht. Zieh ich garantiert nicht mit. Leute, da zieh ich auch nicht mit. Vergesst es. Bleib in meinem Preis. Ich bleib in meinem Preis. So. Pizza mit Hähnchenkeule. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Lecker. Lecker. Mit einer meiner Lieblingspizzen tatsächlich. Kann mir denken, warum. Ja. Aber wie gesagt, ich erzähl's dann mal in Einzelheiten. Gute wie schlechte Neuigkeiten quasi. Oder was halt schlechte. Änderungen. Und ja, auch noch anderer Server. Und Mappa, halt dich fest. Es kommt jetzt ganz knüppeldick. Ich bin auch nicht mehr auf Light. Ich bin auf Chaos. Ich bin komplett gewechselt. Das Gute ist aber, man kann sich besuchen kommen, bevor auch ich jetzt nochmal wieder gesteinigt werde. Ich kann trotzdem noch nach Light und euch besuchen kommen. Das nehmen mir ja einige übel. War klar, dass das kommt. Ja, ich bin jetzt komplett woanders. Ich habe mich tatsächlich dazu entschieden, dass ich komplett meine ganzen Streaming-Chars meine kompletten Streaming-Chars auf Chaos packe. Also komplett weg von Light. Auf Light gehe ich nur noch, also zurzeit ist nur noch Schnoberto und der eine Dingenschar, euer Community-Char da, den ihr ja erstellt habt. Eventuell Schnoberto wird wahrscheinlich bleiben auf Light, aber alle anderen kommen hier rüber, sobald die Möglichkeit besteht. Also komplett weg von Light. Light bin ich nur noch mit meiner Gilde dann. Also der alte Main, den ihr ja alle kennt. Der bleibt, der wird nicht gelöscht oder sonst was. Da hat nicht gefunden wurde von der Freundesliste entfernt. Also Zuret! Wirklich! Komm schon! Ich bin doch nicht weg! Wir können doch immer noch zocken! Wir müssen was halt nur privat machen! Mann! Nein! Ach komm schon! Zuret, ich kann es doch ganz einfach machen. Ich kann auch, wenn wir zusammen Indies laufen wollen, ich kann auch auf Light kommen. Ich kann auch auf Fieber kommen. Dann brauchst du nicht so weit gehen. Ich komm dir auch entgegen.
Komm, Schildi ist mir doch auch entgegengekommen und hat mir eine Freundschaftsseitfrage geschickt. Komm schon! Zurit! Ich hab dich trotzdem noch lieb. Na. Kommt schon, Leute, ey. Sag, welchen Zirbel, ich komme jetzt vorbei und hau dich. Auf Phantom, also Phantom. Phantom. Ich glaube sogar, das ist das einzige mit. Oh Gott. Oh Gott. Zurit, hol die Kettensäge raus. Oh Gott. Ich laufe. Warte mal. Mist, es gibt aber keinen Ort, wo ich mich verstecken kann. Zurit findet mich ja überall. Nein. Oh Gott, Flamur holt schon wieder Popcorn raus. Oh Gott. Das Kettensägen-Massaker. Okay, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Wo waren wir denn schon gestern stehen geblieben? Severin. Danalan, okay. Okay. Jetzt wird's interessant. Nein, aber ich, wie gesagt, aber ich habe einen kleinen Wechsel gemacht. Ich schreibe dir alles in Ruhe. Ich weiß ja nicht, wie es zeitmäßig so bei dir aussieht, sonst hätte ich ja gesagt, wir können auch quatschen. Aber ich schreibe dir das einfach erstmal. Da hast du ja was angerichtet. Ja, Papa, ich weiß. Ein bisschen bereue ich es ja schon. Oh Gott, ich warte schon darauf, dass du jetzt hier gleich ankommst. Naja, wo kann ich mich verstecken? Ich weiß. Deswegen ja. Also alles gut. Oh Gott, die Kettensäge. Ich verstecke mich. Man sieht mich nicht. Keiner wird mich hier sehen. Egal wo ich mich jetzt. Ich werde mich nicht verstecken können. Doch, warte. Haha. Huch. Keiner sieht mich. Ich finde dich schon. Nein. Keiner findet mich. Ich bin versteckt. Wenn ich dich nicht sehe, siehst du mich auch nicht. Oh Gott, Iron fängt auch schon an. Leute. Keiner findet mich hier. Nein. Dann brenne ich alles nieder. Das kannst du machen, das gehört mir nicht. Dann sehe ich dich schon. Eine Streitmacht baut sich auf. Kätzchen sitzt allein im Wald. Mami. Hat wer Heugabel? Frag mal bei der Pikniergilde nach. Ja, hier haben die Heugabel. Oh Gott. Das Kettensägen-Massaker. Ich ihn. Aber hey, ne? Ich hab doch schon drei Leute wieder auf der Freundesliste. Luna! Shilly! Du kommst gleich auch noch drauf, hoffentlich. Wenn ich nicht gleich tot am Boden liege. Aber ich habe jetzt gleich. Ich hab auch noch fucking Spitzhacke. Iron! Aus! Das Schlimmste ist, wenn ich laufe, sieht sie mich ja. Also seht ihr mich ja. Also, ne? Vor allem sie. Ja gut, Mehrzahl. Also, los. Sehen sie mich ja. Die sehen mich ja alle. Das...
weiß, dass Zuru gleich vor mir steht. Ich weiß, dass er gleich kommt. Weiß ich. Ich bin gleich tot. Das weiß ich ganz genau. Sie kommen. Sie kommen und massakrieren mich. So, das war hier weg. Jetzt kommt da wieder an Ort und Stelle, sonst regeln wir wieder auf. Niemals. Oh. No. No. Aber, oh, wir haben 20 Uhr. Wir haben 20 Uhr. Ich habe schon wieder auf die Zeit geachtet. Ich könnte mich auch am Zufallsinhalt verstecken, aber heute mache ich den Zufallsinhalt nicht, bevor ich nicht die staatliche Gesellschaft gemacht habe. Aber nur, wenn du mich nicht umbringst, Zuret. Nur wenn du mich nicht umbringst. Okay, nur halb. Okay, das ist in Ordnung. Halb ist ja noch in Ordnung. Halb kann ich aber jetzt noch ein bisschen was anfangen. Oh ja. Yeah. Jetzt geht's los. Hi. Oh, das sieht richtig geil aus. Das sieht voll toll aus. Ich glaube, das macht sich besser, oder? Huch. Na komm! Ich bin verdammt groß. Ich habe mich, glaube ich, ein bisschen zu groß gemacht. Ich bin voll riesig. Mit der Kettensäge schon wieder. Na komm! Das war alles gut! Wie ist die Luft da unten? No! Oh! Oh, Zuret! No! Danke! Oh mein Gott! Ich liebe den kleinen Fratz! No! Ja, ich spiele auch die Story von vorne, Mopper. Alles, komplett. Ich lese alles. Alles. Ich wiederhole, alles. Ja. Oh, guck mal, wie der grinst. Ist ja toll. Wo ist er hin? Ach, da hinten ist er hin. Ich habe doch ja damals auch Stormblood und Shadowbringers nicht gelesen, Mopper. Falls du dich noch dran erinnerst. Also ich weiß, dass du schon da warst. Aber das habe ich ja damals nicht gelesen gehabt. Deswegen... Ich freue mich drauf.
Ich freue mich drauf. Ich lese Nebenquests, ich lese Klassenquests. Meine Beine müssten schon lange ab sein. Also ich lese alles. Ich suche und mache gerade ernst. Ich würde mich ja gern... ich würde mich ja gern totstellen, aber ich kann leider nicht. Ich bin seit über ein Jahr dabei. Jetzt weiß ich, das weiß ich. Ich glaube, du bist damals dazu gekommen, wo ich gerade in Heavensward war. Im ersten Addon. Das ist irgendwie cool. Aber wie gesagt, ich habe damals die zwei Addons ja nicht gelesen. Und das will ich jetzt auf jeden Fall nachholen. Das massakriert mich erstmal weiter. Schön. Keiner, wirklich keiner freut sich darüber. Und ich komm. Schön. Das sieht geil aus. Woher ist das Oberteil? Wo ist das Oberteil her? Oh, ein Bikini-Top. Voll geil. Vom Marktbrett. Ah, okay. Voll toll. Ich spiele jetzt erstmal Bade. Also so, wie ich damals auch angefangen habe. Da ich aber einen Routine-Bonus auf dem Server habe, werde ich erstmal alle Klassen von Realm Reborn auf 50 spielen. Wenn ich dann irgendwann in Heavensward angekommen bin, was noch Ewigkeiten dauern wird, spiele ich die Heavensward-Sachen hoch. Und immer so weiter. Also so, dass ich alles, einmal den Routine-Bonus voll ausnutze und dass ich alles schön hochziehen kann. Und Flamur, Glückwunsch zum VIP. Das mache ich immer schnell. Das mache ich immer schnell. Da ist es. Wir fressen jetzt Hentai. Okay. Na gut, heute darfst du. Heute darfst du mal. Ja. Hinzufügen. So. Ja. Ja. Und... speichern. Es sind verdammt viele VIPs dazu gekommen. Ja, müsste jetzt geklappt haben. Huch, das war falsch. So. So, hört ich auf. Habe ich das vermisst. Ja, stimmt. Stimmt. Wir haben dich auch vermisst, Mappa. Denn kein Punkt ist ja auch günstig. Das stimmt. Das stimmt. Und ein Platz ist dann tatsächlich noch frei. Muss ich gleich nur ändern. Ein Platz ist dann noch frei. Danach muss ich warten, bis es aufgestockt wird. Irgendwann mal. Aber in letzter Zeit echt reingesuchtet. Ja, das stimmt. Freut mich aber auch. Freut mich, dass du so viel da bist. Ich muss jetzt einmal VIP. Ein Platz. Speichern. Muss ich jetzt auch 10 Kalorien? Nein, du hast dein VIP noch. Du hattest es ja damals eingelöst. Du hast es ja damals eingelöst und... ja. Deswegen hast du ihn noch. Du hast sie dann halt nur wieder gekriegt als... ja. Ne?
Als du als Mod pausiert hast. Da hast du dann dein VIP wiedergekriegt. Mhm. Solange ihr das kleine, also diesen Kristall davor habt, war der VIP. Dafür ärgere ich dich jetzt. Okay. Kann ich mitleben. Kann ich mitleben, Tourette. Kann ich mitleben. Ein Streamer macht das so, wenn alle Plätze vergeben sind und ein neuer angefordert wird, bekommt er den VIP-Status vom längsten VIP. Ging auch. Dann wäre es halt nur doof wegen dem halt für immer VIP, ne? Also, ich habe gesehen, man kann aufstocken, aber es ist nicht mehr in der normalen Liste drin. Deswegen habe ich es gestern nicht gefunden. Und zwar ist es jetzt da drin. Und zwar verleihen. Wir haben jetzt gerade so ein Chip-Abzeichen ausrüsten. Das wir vor nur verbrennen. Für die letzten 180 Tage überprüft. Ich glaube, das wird dann irgendwann einfach hochgestuft. Wenn ich es richtig gesehen habe. Früher war das ja so, dass du... Ah ne, da steht's. Bringe 15 Zuschauer dazu, am Chat teilzunehmen. Also wenn 15 Leute gleichzeitig schreiben. Wenn 15 Leute gleichzeitig am Schreiben sind. Der ist schön. Der ist wunderschön. Alter. Wenn 15 Leute gleichzeitig schreiben im Chat, dann werden die nächsten VIP-Zeichen freigeschaltet. Also. Ja, der Wunderlana. Woher kriegt man den nochmal? Also raus mit euren Doppel-Accounts. Ja. Also, das Witzige ist, wir sind halt so knapp davor, ne? 13 von 15. 13 von 15. Ich kann leider noch nicht fliegen. Ich kann noch nicht mal reiten. Aber der Vogel ist schön. Traumprüfung oder Chloe. Ja, das dauert beides noch. Das dauert beides noch. Gleichzeitig in einem Livestream. Ja, also wenn... Ich sag jetzt mal, wenn jetzt... Von... Na gut, okay. Ich weiß gar nicht, wie viele sind wir gerade. Also sagen wir mal, wir wären 15 Leute im Chat und alle 15 Leute würden gleichzeitig schreiben. Dann würde es zählen. Oder ich sag mal, selbst bei 20 Leuten und 15 davon schreiben gleichzeitig im Chat. Das müssen 15 Leute sein. Deswegen, es ist halt schwierig. Selbst bei Raids... Selbst wenn die Leute dann halt schreiben, wir kommen irgendwie nie auf die 15. Weil 100 VIP-Plätze gibt es. Ich glaube, es wird dann immer um 10 erhöht. 10 oder um 20 wird es erhöht. Es ist ein bisschen tricky. Oh nein, ich muss das den Typi jetzt lesen. Hier raus wird euren Doppel kommen. Also ich habe da noch einen Account. Na, Tourette. Ich habe keinen. Das Mount habe ich auch. Aber auf dem anderen. Das wird schon mit der Zeit, ja. Gehe ich auch von aus. Irgendwann. Irgendwann, wenn man nicht mitrechnet. Schreibt ja nicht jeder. Das ist halt das Problem. Oder was heißt Problem? Aber... Desto mehr wir wachsen, desto mehr schreiben die Leute dann auch. Und irgendwann sind die VIP-Plätze frei und dann gibt's das andere auch. Wieder. Ich habe sogar 2 für 14 Accounts. Ja gut, das habe ich auch. Das habe ich auch. Aber der eine ist zurzeit inaktiv. Den nutze ich zurzeit nicht. Oh, Großwachsende, kommst du für Wörtertausch zu Mutagenix, ja? Oh. Will ich mal anders vorlesen. Ich würde den Knecht nicht lesen.
Es wohnt im Ding des Herzens seines Herrn. Es wandelt zu glänzendem Stein seinem Kern. Glänzende Materie, Leuchte und Strahl. Du bist der Wille des Besitzers als Kristall. Ehre dein Gut, benutze es lang. Wandle es um, sei nur nicht bang. Dann wird es Kristall, der stärkt, was du hast. Setz ihn ein, so du kannst und er passt. Toller Reim. Versuchen wir jetzt ein Eigenselbst, ja? Psch, was schaut Großwachsende mit Telleraugen? Haben wir schon Freude werden mit Schüttelhand? Freunde werden mit Schüttelhand, genau. Oh, Minfilia hatte ich weit schicken hierher. Lass Mutter Genix Wortgeschenk über Materie schenken. Großwachsende Ohr aufspannen wie Segel, damit Worte ganz in Ohr bekommen. Aber zuerst zeigst du, was du Klammer greifst. Ach du Scheiße, ich habe vergessen, wie scheiße es ist, sie zu lesen. Psst. Stumpfrund wie Gillmünze. Solche Tötenwerkzeug muss man viel eher Müll werfen. Aber für Augenbeispiel soll genügend sein. Mhm. Hier, Meister, die Materie. Jetzt heften Auge auf Meister können. Materie ist eingesetzt und Co. Töten Werkzeug glänzen hell. Riesenstark. Mutter Genix wird gratis schenken an Minfilia. Materie ist eine Art von Kristall. Man gewinnt sie, indem man die ätherische Essenz aus lang und intensiv benutzten Ausrüstungsgegenständen extrahiert. Man verfestigt also die Energie, die den Benutzer durch seine wachsende emotionale Bindung mit der Zeit in den Gegenstand hat, einfließen lassen. Natürlich ist sich jeder beliebige alte Gegenstand auch zur Materiesynthese geeignet. Aber sobald du Materie gewonnen hast, kannst du sie in einem anderen Gegenstand einsetzen und seine Eigenschaften damit verbessern. Willst du nicht eigentlich auch bald Ifrit kommen? Interessant ist, dass man sogar so kaputten Ramsch wie deinen Dolch da noch aufmotzen kann. Materie ist schon ein echt heftiges Zeug. Nun heißt es Rote 500 K-Points. Oh je. Schko, haben Großwachsen in den Augen bekommen. Leuchten bevorzeigen von Mutter Genix. Hören dann mit spitze Ohren. Damit Leuchten aus der Denkeschale von Großwachsener kommt. Ich erinnere übrigens noch an die Abstimmung, die ihr habt. Auf meiner Seite, in den Infopanels, welche Spiele gespielt, also welches Spiel ihr haben wollt demnächst. Jeder hat 3 Stimmen, 1 Stimme für jedes Spiel. Also, von den 3 Stimmen dürft ihr 1 Stimme auf ein Spiel verteilen. So. Wenn verstehen, was ich meine. Huch, jetzt bin ich rausgetappt. Dezent abgerutscht. Muss zuerst viel bewegen, Hände bis Handwerkermeister. Dann wird zu machen viele Seelen selbst zu Materiestein. Und Tötenwerkzeug wird sein Werk wie harte Fels. Und jetzt gehen mit schnellem Schritt. Mutter Genix brauchen Einzelzeit. Für Aufräumen in Denkschale. Lernschüler von Mutter Genix können löschen gierig Wissen von Großwachsene. Macht zu Wörtertausch mit ihnen. Nee, auf Twitch tatsächlich. In den Infopanels. Direkt unterm Stream. Da ist eine Liste und wie gesagt, 3 Stimmen dürft ihr verteilen. Wenn ihr natürlich nur 2 verteilen wollt, ist auch völlig in Ordnung. Oder nur eine. Also ihr müsst jetzt nicht zwangsweise 3, aber ihr dürft 3 machen. Feier mit uns im September. Ach ja, September. Der September. Ich hab's da schon vollfällig. Jetzt verteilt. Juhu. Danke, ihr Lieben. Ich bin gespannt, was es am Ende wird. Ich guck tatsächlich gerade mal. Ja, ich bin echt mal gespannt.
Wölfchen. Legionoren kann man zu dritt spielen, meine ich. Es kann durchaus sein, ja. Die Abstimmung geht wahrscheinlich bis nächste Woche. Also genau eine Woche. Denke ich. Ja, doch, eine Woche. Eine Woche ist gut. Ich habe mir da jetzt so tatsächlich noch nicht so ein Limit gesetzt, aber ich würde sagen eine Woche. Weil nächste Woche kommt ja, wie gesagt, das eine Disney-Game raus. Da ist das sowieso erstmal Prio. Und dann reicht die eine Woche. Denke ich. Also Krieg im Norden habe ich tatsächlich, ich glaube, dreimal. Und ich glaube, einmal davon auf der Xbox 360. Waffen oder Rüstungen, die sich lange im Gebrauch befinden, nehmen einen Teil der Persönlichkeit ihres Besitzers an. Es ist, als ob das Material selbst eine Seele hätte. Du glaubst mir nicht, ich werde es dir beweisen. Es gibt eine Methode, diese Seele in handfeste Eigenschaften eines Gegenstandes zu verwandeln. Materieextraktion nennt man das. Damit zieht man Energie aus einem Gegenstand, zu dem man bereits eine hohe emotionale Bindung aufgebaut hat, und formt sie zu sogenannter Materia. Mit dieser Kristallinien-Substanz lässt sich ein Ausrüstungsgegenstand veredeln. Er übernimmt Eigenschaften von der Materia. Wenn es dich interessiert, dann weihe ich dich in die Geheimnisse der Materieextraktion ein. Eigentlich nicht, aber egal. Gut, die Seele des ursprünglichen Gegenstands schlummert nun in der Materie. Man kann sie in einen neuen Gegenstand transferieren, den so veredeln. Die Seele von Gegenständen ist so unberechenbar wie die von Lebewesen. Man kann nicht sagen, welche Eigenschaften eine Materie zeigen wird. Die Materie kann nur mit einer besonderen Technik angebracht werden. Wer keine Zeit hat, diese Technik zu erlernen, kann auch einen erfahrenen Handwerker oder die Materieeinsetzer beauftragen, die man in letzter Zeit allerorts findet. Wenn du aber die Technik erlernen möchtest, mit der man Materie anbringt, dann sprich mit Phobas. Phobas? Wie auch immer. Irgendwas. Ach, mit der Frau. Gut, können wir noch nicht. Wen fressen wir? So, du wolltest doch mich fressen. Ach, Handwerkerstufe Dingens. Okay. Kriegen wir hin. Oh, Minfilia, ja. Ja, stimmt, da ist ja was. Buch des Abendsterns. Ach, zu Red. Aber lange bis Ifrit sollte ja jetzt nicht mal sein, ne? Der gute Ifrit müsste ja bald kommen. Das Wölfchen ist aber lange weg. Ja. Ja, scheinbar. Wundert mich. Ich glaube, er lässt sich einfach Zeit beim Essen. Die Stätte der Todgewalten. Ja, perfekt hier. Hallo, meine Gute. Darf ich mich vorstellen? Nedrick Ironheart, Forscher und Explorateur par excellence. Für eine furchtlose Glücksritterin wie dich hätte ich eventuell genau das Richtige. Neulich bin ich in einem entlegenen Winkel des östlichen Talalan, nämlich auf ein gefahrenvolles Höhlensystem gestoßen. Sein Name lautet Halatali. Es soll vor etwa 100 Jahren als Trainingsstätte für Gladiatoren angelegt worden sein. Während der 7. Katastrophe stürzten die Tunnel teilweise ein und keiner weiß mehr, was drinnen so genau vor sich geht. Wenn das Unbekannte dich reizt und du zu einem gewissen Nervenkitzel nicht abgeneigt bist, würdest du mal mit dem Legionär Fafayoni Toni sprechen? Er steht am Eingang von Halatali Wache. Keine Angst, ich habe ihm bereits angekündigt, dass ich ihm mutige Abenteurer vorbeischicke. Er sollte dir also Zugang gewähren. 30 Minuten hat er noch. Stimmt. Wie hell willst du sein, Vogel? Ja. Alter. Es knallt aber richtig, ne? Auf Vollgall. Der Vogel ist einfach der Hammer, ey. Ich will den auch haben, ey. Das wird doch, du wirst doch mal angestarrt. Der Vogel hat es echt. Ja, hat er es echt in sich. Flashbang. Wirklich, ey. Der nice. Der ist richtig nice. Dann geht's in die Schuppen aus den Haaren. Ah, schön.
Bei der Morgenröte. Wann waren wir lang nicht mehr hier? Willkommen zurück, Edaria. Ich hoffe, dein Ausflug zum Feuerhügel war ergebnisreich. Gut. Oh, wie meisterhaft. Es ist nicht zu glauben, welchen Unterschied so ein kleines Stückchen Materie macht. Die Technik erfordert zwar zunächst einige Übung, aber auf lange Sicht macht sich die Mühe auf jeden Fall bezahlt. Du wirst dich noch unzähligen Kämpfen stellen müssen und ganz sicher wird es manchmal eng werden. Materie kann da über Sieg und Niederlage entscheiden. Diesen Vorsprung solltest du nicht einfach verschenken. Und da wir gerade über Kämpfe sprechen, ich möchte, dass du eine bestimmte Aufgabe erledigst. Tankred hat uns gerade höchst bedeutsame Informationen überbracht. Mir tun die Leute leid. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich wirklich mich in Zufallding da begebe. Wenn ich den Text lese, der vor Ifrit kommt. Das ist ein ewig langer Text. Mir ist mir gerade so mal wieder so eingefallen. Lese ich ja auch. Das ist eine Anfangssequenz. Es gibt eine neue Entwicklung in dem Entführungsfall, den du untersucht hast. Wir haben aus Ungust den falschen Priester herausgepresst, wo und wann er mit den Amajar Handel treiben wollte. Die Amajar wissen noch nicht, dass wir ihn enttarnt haben. Und das wollen wir natürlich ausnutzen. Du, Edaria Eiszatze, wirst als Vertreter unseres Bundes an der Operation teilnehmen. Das Ganze geht nämlich von der Legion der Unsterblichen aus. Sie haben einen Plan ausgearbeitet und uns um Mithilfe gebeten. Wir setzen großes Vertrauen in dich. Tankred wird später auch zu euch stoßen. Ich hoffe, dass uns dieser Einsatz endlich enthüllt, wohin die Flüchtlinge und die Kristalle der Imagine AG verschwunden sind. Und nicht nur das. Falls wir diese Mission erfolgreich bewältigen, könnten wir auch der Lösung des Prima-E-Problems um einen bedeutenden Schritt näher gekommen sein. Geh nach Camp Knochenbleich und stoß zu den Truppen der Legion, der dort wartet. Aber eines muss dir klar sein. Die kriegerischen Amajar werden sich niemals freiwillig ergeben. Niemals. Ich glaube, ich zeig gleich mal wieder New Beginning. Die Liste ist da. Bei mir ist es schon jetzt gerade auf der Liste. Auf der altbekannten Liste. Da müsst ihr auch noch die anderen Spiele hinzufügen, die im Discord stehen. Ich habe da nämlich noch nicht alle drauf. Hier noch ein paar. Ihr habt die MDC immer so... Immer so schön geschrieben. Was für Wunschspiele es doch gibt. Was sah interessant aus. Noch jemand mit dem Vogel! Ich will den auch haben. Da ist der Wolf! Der Wolf ist da! Aber danke für die 50 Bits. Wir haben Besuch! Hi, Brit! Wir haben Besuch! Letztes Mal, wo ich es gespielt habe, war vor circa 8 Jahren oder so. Okay, das ist lange her. Das ist lange her. Da steht Zuret. Wen denn? Dich, Mappa! Dich! Du hast der Besuch. Aber ich kann auch erstmal Halatelli machen. Zurat, willst du nach Halatali mit? Die Vertreterin des Bundes der Morgenröte? Mehr Leute haben die nicht. Nicht gerade ein mächtiges Aufgebot, oder wie siehst du das? Aber wenn du dir das zutraust, also hör zu. Wir wollen uns ein paar Amajar schnappen und sie dann ausquetschen, bis sie uns sagen, was sie mit dem entführten Flüchtling angestellt haben. Und Ungus, den zwielichtigen Gesellen, benutzen wir als Köder. Die Echsen wissen ja nicht, dass seine Tarnung aufgeflogen ist und werden nichts an daran wackeln, wenn er mit ihnen handeln will. Und dann werden wir ihnen zeigen, mit wem sie es zu tun haben. Kapiert? Klingen schärfer als Hyänenzähne. Fäuste härter als Granit. Das ist unser Leitspruch. In unserem Distrikt werden nicht einfach unschuldige Bürger entführt. Dein Posten ist bei der unsichtbaren Stadt. Warte dort auf Feindkontakt oder bis ich dir andere Orte erteile. Machen wir dem lustigen Treiben der Echsen ein Ende. Also, ab geht's. Wenn ich dich da ins Feuer werfen darf. Mit mir bekommst du ja eh noch mehr XP. Ja, stimmt.
Du darfst dich von mir aus gerne ins Feuer werfen. Darfst dich gerne ins Feuer werfen. Heute. Und weil du es bist. Siehst du, ich hab doch gesagt, Hybrid freut sich. Du gesagt, er freut sich. Wenn er dich... Ich wollte gerade sagen, sieht, aber er liest. Ja, also, ihr versteht, was ich meine. Hoffe ich. Hui. Hui. Nein, ich bin festgepackt. Ja, gleich haben wir nur noch Freischalt und dann. Gib ihm. Gleich schon mal. Ja. Wäre auch enttäuscht, wenn nicht. Ja, gut. Das stimmt. Was hast du hier verloren? Weißt du nicht, wo wir uns befinden? Dies ist der Eingang zu Halatali. Halatali. Kapiert? Das Tor zur Hölle. Mach da lieber einen großen Bogen drum, wenn dir dein Leben lieb ist. In einer uralten, längst vergessenen Sprache bedeutet Halatali so viel wie Ort der vielen Schatten. Und glaub mir, du willst lieber nicht wissen, was in den besagten Schatten lauert. Schon unsere Urahnen sollen damals... Aber was rede ich da? Sperr einfach mal deine Lausche auf. Hörst du es nicht? Diese dumpfe Heulen, das die Erde erzittern lässt? Ist leider nicht der Wind, der hier durchs Gemäuer pfeift, mein Liebe. Das sind die Monster, die damals zu Trainingszwecken für die Gladiatoren in den Gängen von Halatali ausgesetzt wurden. Und sich nun rasend vor Hunger gegenseitig an die Gurgel gehen. Nur die Grausamsten sind als Sieger aus dem unerbittlichen Überlebenskampf der letzten 5 Jahre hervorgegangen. Selbst wir von der Legion der Unsterblichen sind im Angesicht dieser Bestien machtlos. Du solltest daher schleunigst die Flucht ergreifen. Wie bitte? Aidaria ist dein Name? Warum sagst du das nicht gleich? Selbstverständlich habe ich schon von dir gehört. Nedrik war voll des Lobs über dich. In diesem Fall sieht die Sache natürlich anders aus. Pass aber bitte auf, dass du da unten nicht in einem Fressnapf endest, hörst du? Deine Gebeine könnten wir nämlich höchstwahrscheinlich nicht bergen. Das ist aber jetzt schade. Ja. Ready. No, diese... Ja, dieses Fauzi. Das ist so süß. Das ist einfach nur cute. Oh. Achso, ich brauche mich da ja nicht reinstellen. Ja. Und wie immer. Ja. Act. Teilnehmen. Ja. Oh, dieser Hund, ey. Der ist aber nur knuffig. Knuffiges Wurzi. Aber dein Pet finde ich immer noch geil. Das ist auch cool. Das Pet finde ich einfach göttlich, ey. Dieses Gesicht, ey. Was ist mit Möter? Der sieht so süß aus. Also so funny, aber auch so niedlich, aber auch so seltsam. Oh. Ich find den toll. Ich finde den einfach nur toll. Der Möter ist toll. Aber mein Axolotl auch.